Moin Leute, da sind wir schon wieder hier in den heiligen Hallen von Meisterkamera. Der Mann neben mir, den muss ich nicht mehr vorstellen, Ralf Bertram. Wir haben schon den ein oder anderen Talk. Bisher ging es immer um Objektive, Leica M-Objektive, verschiedene Brennweiten haben wir durchgekaut. Und jetzt kommt ein Thema, was ich mir so ein klein bisschen gewünscht habe. Ich dachte mir oder habe mir gewünscht, dass wir mal was so ein bisschen zur Geschichte der M machen, Leica M. Viele kennen natürlich so diese, die Anfangsgeschichte von Leica, wo ja damals dieser berühmte Ausspruch kam, ich habe entschieden, wir machen das jetzt. Ne? Aber mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele Modelle und ich fände es halt einfach mal ganz schön, die geschichtlich einzuordnen. Aber toll fände ich es auch, wenn du vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal so einen Tipp hast, so Geheimtipps, Modelle, die vielleicht so ein bisschen unterbewertet sind oder die man nicht auf dem Plan hat, wo man vielleicht das ein oder andere Schätzchen hat. Kriegen wir hin, Paddy. Moin zusammen. M-System ist ein großes Thema. Letzten Endes kann man es nach meinem Dafürhalten in drei Stufen einteilen oder in drei geschichtliche Abschnitte einteilen. Dein Wunsch kommt mir natürlich entgegen. Du weißt, M ist bei mir Herzensangelegenheit. Ich glaube, es geht vielen Fotografen so. Es ist ein System, was sehr speziell ist, was man auch nie wirklich völlig nüchtern oder ganz pragmatisch betrachten kann. Es ist eine Kamera, die sehr, sehr emotional ist für viele als Werkzeug, für viele besetzt. Aktuell sicherlich auch ein bisschen durch die Preisentwicklung, die das System genommen hat, gerade digital. Aber das soll heute glücklicherweise nicht unser Thema sein. Wir kümmern uns so ein bisschen um die Schätzchen. Da musstest du dich jetzt auch nicht so wahnsinnig vorbereiten, oder? So ein bisschen schon. Irgendwann wird es relativ schnell in den Entwicklungszyklen. Ja. Früher klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber in den Anfängen war es ein bisschen einfacher. Grundlegend können wir ja sagen, 1954 brach bei Leitz, Leica, wie auch immer wir es nennen wollen, eine neue Zeitrechnung an. Bis zu dem Zeitpunkt hatte man seit 1926, 1924, je nachdem, was man da als Anfangsdatum nimmt, 26, die Leipziger Frühjahrsmesse wird generell als Geburtsstunde des klassischen Systems mit Schraubgewinde hergenommen. 24 gab es aber schon die ersten Prototypen, brach bei Leica ja die Zeitrechnung der Kleinbildfotografie an. Mhm. Der Grund, warum wir heute hier stehen, warum viele Fotografen digital über Full Frame sprechen, ikonische Bilder, ich vertiefe das jetzt nicht. 54 für Leica ein ganz, ganz spannendes Jahr. Man brach, wie gesagt, mit allem, was davor Leica ausgemacht hat. Bis zu dem Zeitpunkt war die Leica 3F, die ich einfach heute in dieses Thema mal mit reingenommen habe, das Nonplusultra für den Leica-Fotografen. Mhm. Eine Kamera ausgereift, kam, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ab 1952, war technisch sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Ganz viele Entwicklungen, die auch aufgrund von Sonderanforderungen gekommen sind, zum Beispiel ein teilkugelgelagerter Verschluss, etc., Blitztechnik drin und. Aber Filmladen, Bedienbarkeit war natürlich nicht mehr so ganz Stand der Dinge. Waren die noch, war das noch so, dass da man quasi die Kassetten noch selber laden musste oder haben die schon die normalen, gab es da schon die normalen Kassetten, die wir auch kannten? Es gab tatsächlich schon die normalen Kassetten, es gab teilweise aber auch fertig vorgeschnittenen Film, den man dann in eine Kassette reintun konnte. Das waren so Metallröhrchen quasi oder? Ich kenne es sogar noch ein bisschen anders. Es war tatsächlich der aufgerollte Film auf einem Spulenkern in mehr oder weniger einer Alufolie, den man kaufte. Also es gab verschiedene Systeme. Selbstladen war zu dem Zeitpunkt ein Thema. Fotografie war sehr, sehr, sehr kostspielig. Der Schwarz-Weiß-Abzug, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, in 7x10, also noch nicht mal 9x13, was für uns beide so ein bisschen das Standardformat war. Eine Mark 20, eine Mark 50. Wenn man das bereinigt, Zeit, Inflation und so weiter. Ich kann das nur schätzen, aber da sind wir bestimmt im Bereich von 40, 50 Euro, die so ein Abzug umgerechnet kosten würde, oder? Ein kostenintensives Hobby, würde ich sagen. Wir springen ins Jahr 1954. Es ist ein Fotokina-Jahr. Fotokina in Köln, wie immer die Weltmesse des Bildes. Jeder Hersteller präsentiert seine Neuheiten. Leitz präsentiert eine Kamera,
mit dem Präfix M und mit der Ziffernbezeichnung 3. Die Fachwelt, sowohl Berufsfotografen als auch Journalisten im technischen Bereich, die über Kameratechnik schreiben, als auch Amateurfotografen, sind schlichtweg begeistert, verstehen es nicht so ganz, aber gutieren es sehr. Was war das Besondere? All das, was man bislang kannte von den Schraubgewindemodellen. Ein Objektiv, was ich einschrauben musste, was zeitaufwendig ist, fiel weg. Zwei Suchereinblicke, einer für die Entfernungsmessung, einer für die Sucherbestimmung, es fiel weg. Zwei Verschlusszeitenräder, sie fielen weg. Das Filmladen wurde deutlich vereinfacht. Wir haben eine aufklappbare Rückwand bekommen. Letzten Endes ist die M3 sicherlich eine revolutionäre Kamera gewesen. Die Suchervergrößerung, ähnlich wie bei den Schraubgewindemodellen, 0,9-fach. Das M steht für Messsucherkamera. Wir haben tatsächlich einen Suchereinblick. Ich habe nicht mehr zwei getrennte. Das war revolutionär. Und man sieht es ein bisschen an der Modellbezeichnung. Ich habe drei Bildfeldbegrenzungen. Weil das ist ja auch etwas, wir sind ja nicht chronologisch, ne? Wir sind ja nicht M2, M3, M4, sondern wir haben da ja irgendwo, haben wir ja mal da so einen Schlenker drin gemacht. Ne? Ja, wir haben da so einen Schlenker drin. Da komme ich auch später noch drauf, das ist ein wenig tricky. Ne? Das ist eine Dreier, man kann sie relativ einfach erkennen. Sie hat ein bisschen dieses, ich nenne es manchmal liebevoll, barocke Gehäuseoberteil. Sie hat halt wirklich die klassischen Rähmchen um die drei Einblickfenster. Hier so, ne? Genau. Wir hätten links Sucher, wir hätten in der Mitte dieses milchig trübe für die Beleuchtung der Leuchtrahmen. Mhm. Und auch nochmal Beleuchtung im Entfernungsmessersystem. Und ganz rechts tatsächlich das kleine E-Messerfenster. Ja. Sehr, sehr große Messbasis auch. Bedeutet in Verbindung mit der hohen Suchervergrößerung sehr präzises Fokussieren. Also eigentlich prädestiniert für Standardobjektive mit hohen Anfangsöffnungen. Hohe Anfangsöffnung, also gerne auch 1,4. Selbst ein Noctilux, ich erinnere mich, ich habe vor gefühlt 15 Jahren meine ersten Gehversuche mit einem klassischen 1,0er Noctilux auf einer M3 gemacht und war froh, dass ich die Dreier hatte mit der hohen Suchervergrößerung. Es ist eine Revolution gewesen. Und die Kamera ist ein Riesenerfolg. Es ist, glaube ich, eins der dienstältesten M-Modelle. Sie war 12 Jahre lang in Produktion. Dazu muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dass sie für sich genommen eigentlich immer einzeln betrachtet werden muss. Ich stehe persönlich auf dem Standpunkt, dass die M3 wirklich eine Kamera ist, die man einzeln hinstellt. Sie ist eine Legende. Es gibt drei Grundformen. Sie ist unter Sammlern extrem gesucht. Und wir haben mittlerweile Regionen erreicht. Selbst für eine standardmäßige silbern verchromte muss man in einem wirklich schönen Zustand mindestens 3.000 Euro auf den Tisch legen. Da ist das Ende der Fahnenstange auch noch nicht erreicht. Und es ist halt schon M, ne? Also wir haben ja hier auch so ein bisschen digital, kommen wir später drauf. Aber ich meine, wenn ich die einfach nebeneinander stelle, also ich habe jetzt hier mal meine M10 mitgebracht. Ja, das ist... Man ist sich treu geblieben. Es ist, also welcher Hersteller macht das, über so viele Jahre ein Grunddesign so beizubehalten, finde ich, also es ist phänomenal. Es ist, ja, es ist halt auch dieses Ikonische. Ne? Zeigt aber, glaube ich, auch ganz einfach, wie gut der Entwurf war. Du kannst mit M-Fotografen auf der ganzen Welt sprechen, egal welchen kulturellen Hintergrund, egal in welcher Sprache, jeder wird sich darauf einigen können, ein M-Body in die Hand nehmen, ist zu Hause fühlen und fotografieren. Das findet man vielleicht noch bei einer zweiäugigen Rolleiflex oder bei einer Hasselblatt. Mhm. Das ist so ähnlich, dass ich so eine Kamera in die Hand nehme und gleich eine Verbindung zum Gerät habe und mich als Fotograf wirklich wohlfühle und sage, ja, das ist es. Und ich gehe später noch drauf ein, die M-Baureihe hat ein, zwei hässliche Endline dazwischen. Ich benutze da bewusst die Begrifflichkeit hässliche Endline. Kameras, die unterschätzt worden sind, zu denen es tatsächlich auch eine ganz starke Polarisation gab. Kommt später, weil da ist für mich auch noch so ein kleiner, verkannter Klassiker mit dabei. Okay, also das war im Prinzip Start M, Bajonett, Start, vereinfachtes Film einlegen, also ganz, ganz viele Dinge, die quasi dann auch sehr lange, also die quasi bis ins digitale Zeitalter beibehalten wurden und dann eigentlich erst geändert wurden. Also klar, Filmgeschichte wurde natürlich mit digital hinfällig, aber eigentlich von da ab
durch alle Kameras, ne? Ja, letzten Endes schon. Also die Basiselemente, man sieht es wunderschön an deiner Zehner. Das, was früher der Rückspulknopf war, das hat man heute als ISO-Rädchen. Du hast ein Thumbs-Up dran. Das liegt ein bisschen daran, dass viele Fotografen es geliebt haben, den Daumen hinter den Schnellspannhebel zu nehmen. Etwas, was Leica auch bei einem der moderneren Modelle wieder aufgegriffen hat. Ich finde sie wunderschön und man sieht wirklich, dass das Design so gut war, dass es tatsächlich mittlerweile, lass mich überlegen, über 70 Jahre eigentlich unverändert ist. Das ist schon wirklich spannend. Ich glaube, lass mich da mal einwerfen, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat Steve Jobs damals, als er das erste iPhone vorgestellt hat, da hat er, glaube ich, so sinngemäß einen Satz fallen gelassen, wir wollten eine Ikone schaffen wie eine Leica M. Also nicht so ganz, also ganz kriegst du nicht mehr auf die Reihe, aber er hat da irgendwie diesen Vergleich gezogen. Er hat gesagt, im Prinzip ist unser Ziel, etwas zu schaffen wie eine Leica M. Stimmt, das habe ich auch im Hinterkopf und auch ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich finde es halt wunderschön und die Kamera wird, egal ob unter Fotografen oder, also egal ob unter Anwendern oder Sammlern oder selbst Menschen, die sich nicht mit Fotografie irgendwie identifizieren können. Es ist ein Stück Design und es ist ein Stück Designgeschichte. Und wie gesagt, wir könnten jetzt noch 3 Stunden über die Bilder, die damit gemacht worden sind, sprechen. Dann kommen wir heute aber mit der Übersicht M-System nicht mehr so ganz durch. Ich würde jetzt auch ganz gerne relativ schnell hoppen und zwar auf die Kamera, die für mich tatsächlich ein bisschen verkannt und der Beginn des modernen M-Systems ist. Die M3, ich sprach es an, starke Sucher-Vergrößerung, so wie bei den Schraubgewindemodellen noch, für sich genommen sehr revolutionär, aber noch so ein bisschen eigen. Die zweite Geschichte, die M2, kam 1958. Der Grundgedanke war, ein vereinfachtes Basismodell zu schaffen, weil die M3 seinerzeit in den 50ern auch schon eine recht kostspielige Angelegenheit war. War das sowas, kann man sagen, das war eine abgespeckte M3 oder? Ja, man kann wirklich sagen, sie ist ein bisschen abgespeckt, sie ist in 1-2 Bereichen einfacher ausgeführt, wo wir hier bei der M3 beispielsweise ein selbstrückstellendes Bildzielwerk haben, arbeiten wir auf einer M2 mit einem Rädchen, was der Benutzer selber einstellen muss. Das war kostengünstiger, man spricht, dass sie ein Drittel günstiger war in der Produktion und auch in der Abgabe an den Kunden letzten Endes. Sie hat aber 2 Sachen, die unglaublich spannend sind. Zum einen hatte man das Sucherentfernungsmessersystem überarbeitet, also den sogenannten Messsucherblock. Ich nenne es immer Messsucherblock, bloß eine Einheit aus Sucher- und Entfernungsmesserprisma mit den Rähmchen, die da dran sind. Die Kamera hat eine geringere Suchervergrößerung, 0,72-fach. Der ein oder andere, der uns jetzt zusieht, wird wahrscheinlich schon grinsen und sagen, Moment, das kenne ich, 0,72 kommt mir bekannt vor. Das bedeutet doch, stimmt. Sie kann 35 mm Objektive im Sucher anzeigen. Das war etwas, was die M3 noch nicht konnte. Die war bis, was konnte die? 50. 50 war das, sie war, ne? Sie war auf 50 ausgelegt, ganz klassisch, einfach auch Mitte der 50er das Objektiv der Wahl, auch beim professionellen Anwender. Es änderte sich dann im Laufe der Zeit. Der Berufsfotograf sagte, wir wollen ein bisschen dynamischer, wir wollen ein bisschen mehr Bildwinkel haben, vielleicht auch etwas schneller vorfokussiert arbeiten. 35 wurde ein Thema. Also ist quasi, sag ich mal, die Ur-M-Brennweite eher 50 und 35 kam so ein bisschen danach, oder? Nee, ich würde tatsächlich sagen, dass die Ur-M-Brennweite wirklich 35 ist und dass die 50 in der M3 tatsächlich mit transformiert worden sind aus den Jahrzehnten davor von den Schraubgewindekameras. Okay. Das Spannende an der 2er, wie gesagt, geänderte Suchervergrößerung, deswegen 35, 50, 90. Toll für den Berufsfotografen und für mich wirklich der Start der modernen M-Baureihe. Weil alle Kameras, die nach ihr gekommen sind, sind prinzipiell im Basismodell auf 0,72-fache Suchervergrößerung ausgelegt. Aber hat man tatsächlich nicht so auf dem Zettel, ne? Also die meisten Leute reden ja, ich sag mal, die ganz großen Ikonen sind ja M3, M6. Ja. Ne? Das sind ja die muss man haben, ne? Und die dazwischen sind immer so ein bisschen unterrepräsentiert. Ja, was total schade ist, weil dazwischen gab es ein paar Entwicklungen, die sehr spannend sind.
Wir könnten schnell springen, ich reiß aber noch eine Geschichte an. Was bei Leica sicherlich für den Außenstehenden, der sich noch nicht so intensiv mit M-System und vor allem M-System historisch oder vintage, wie auch immer wir es nennen wollen, befasst hat, sind, nennen wir es mal liebevoll, die Derivate. Von der M2 sind natürlich abgeleitet worden dann so ein paar nochmal weiter vereinfachte Basismodelle. Du hast sicherlich schon mal irgendwann gesehen, eine M komplett ohne Sucher, mit einer Deckkappe, die wirklich voll aus Metall ist. Sowas wäre eine MD, die hat man gemacht für wissenschaftlich-technische Anwendungen. Da, wo man eine Kamera beispielsweise an einem Repro-Gestell ansetzte. Wo man brauchte man keine da brauchte man Sucher, Sucher und Ähnliches, ne? Im technischen Bereich in Verbindung mit einem Spiegelkasten, also dass man aus der Messsucher eine Spiegelreflex baute, in der Endoskopie beispielsweise. Oder beim Einsatz langer Brennweite für Sport- oder Tieraufnahmen oder eben Nahbereich. Es gab auch für die Post dann, gab es welche, womit Zählerstände abfotografiert wurden, ne? Ja, ganz witzige Geschichten, weil tatsächlich wirklich ganz, ganz hoch spezialisiert. Vorne mit einer Platte, sodass man sie wirklich einrasten konnte, teilweise mit festgesetzten Verschlusszeiten, die dann fix waren. Ganz wilde Geschichten. Machen wir irgendwann mal ein Special drüber, ja, wenn du Lust hast. So lange halten die Akkus hier wahrscheinlich nicht. Okay. Lass uns weiterspringen. Aus der M2 entwickelte sich dann 1967 die M4. Die M4 ist tatsächlich für mich der Blueprint der M-Kamera, so wie sie jüngere Anwender im Kopf haben. M3, M2 sind ein bisschen barock, sie haben die Knöpfe fürs Zurückspulen. Bei der 4er ging man her und sagte, okay, das ist eine 4er. Das ist eine 4er, die wunderschöne schwarz verchromte, die wir hier haben, mit einem relativ speziellen Objektiv. Das Ur-Noctilux. Das Ur-Noctilux. Ur-Noctilux. Schön klein in der. Ne? Schön klein, passt einfach, kommt auch aus der Ära der M4, deswegen eine wunderbare Kombination. Die M4 ist für mich eine sehr spannende Kamera, nicht nur, weil es meine erste M war, die ich mir gebraucht gegönnt habe. Ich schätze sie sehr. Sie bekam ein vereinfachtes Filmladesystem. Sie ist im Ganzen genauso groß wie alle Modelle davor, hat aber dadurch, dass ihr, was du beispielsweise auf einer Zweier findest, ich zeig's hier mal, diesen kleinen Kragen an der Deckkappe ums Objektiv, den hat man bei der Vierer fallen lassen. Sie hat den einfach nicht. Sie ist da wirklich ganz, ganz plain und das führt dazu, dass sie deutlich gestreckter in der Linie aussieht. Stimmt, sie sieht von vorne sieht sie breiter aus. Ja. Ist sie aber nicht. Ist sie aber nicht. Wir haben tatsächlich die klassischen Abmessungen. Rückspulkurbel finde ich als Anwender wirklich wunderschön. Ganz, ganz, ganz praktisch. Es ist ein bisschen schneller als der Knopf, ohne Frage. Nette Anekdote, die man bei der M4 immer anreißt. Sie war vom Filmladesystem, wie gesagt, vereinfacht, ein sogenanntes Schnellladesystem. Man konnte wirklich die Filmpatrone nehmen und einfach reinfallen lassen. In den Dreiern und Zweiern hat man eine rausnehmbare Filmspule, wo du erst die Filmzunge drunter klemmen musst und dann quasi mit beiden Händen laden musst. Ist ein bisschen unkomfortabel und ist nicht, unkomfortabel. Ist nicht ganz so schnell wie eine M4. Die M4, für mich eine der schönsten und praktischsten Leicas. 4 Sucherrahmen, M4. Ne? Okay. 4 Sucherrahmen. Wir haben das erste Mal 35 und 135 als Pärchen. Sie sind kombiniert. Und wir haben einzeln stehen 50 und 90. Das sind für mich tatsächlich die 4 Brennweiten, die ich im M-System am häufigsten nutze. Und für uns Brillenträger, wir fluchen ohnehin immer, selbst schon über den 35er Sucher. 28 und 21 sehe ich nicht. Dafür gibt es hervorragende Aufstecksucher, entweder von Leica. Der ein oder andere nimmt auch Vogtländer oder Zeiss, die sind auch sehr, sehr toll. Das ist dann schön für den Weitwinkel. Okay. Und du weißt, ich bin bei Weitwinkel faul, ich arbeite sehr gern vorfokussiert. Von daher brauche ich da dann auch nicht mehr irgendwie über den Messsucher. Ja, aber auch richtig schön. Wo sie preislich ist das nicht ganz so schlimm wie bei der M3? Kriegt man die etwas günstiger oder ist das alles immer zustandsabhängig? Es ist sehr zustandsabhängig. Das Schätzchen, was du da jetzt hast, ist schwarz verchromt kanadische Produktion. Da schlägt dann halt so ein bisschen das Sammlerherz. Schlägt sich auch leider im Sammlerpreis nieder. Okay. Du musst für eine schöne Vierer in Standard, also silbern verchromtes Gehäuse, so wie die meisten davon vom Band gelaufen sind, sicherlich 2,5 rechnen. Okay.
dann ist man aber auch gut bedient und dann bekommt man auch eine Kamera, die wirklich kosmetisch auch noch hübsch ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, wie oder was soll ich empfehlen? Jemand, der sagt, es geht mir primär um das Sammeln und vielleicht auch eine Wertsteigerung, dem sage ich, schau auf eine gute Kosmetik. Mechanisch lässt sich alles machen. Aber wenn das Gehäuse sehr abgenutzt ist, das lässt sich sehr schwer wieder aufarbeiten. Und man sieht das in der Regel. Mhm. So gut das mittlerweile auch bei Leica zwischenzeitlich ging, man sieht es, ob es aufgearbeitet ist oder nicht. Jemand, der sagt, ich möchte die benutzen, weil ich einfach Lust habe, mit einer Vintage-Leica zu fotografieren, dem sage ich, komm, wenn sie 2, 3 Gebrauchsspuren hat, das gehört dazu. Das ist vielleicht auch Charakterbildung. Ich mag das. Hauptsache, ja, ne? Sie hat ein gutes Herz. Ich finde das ja schön, wenn die auch so ein bisschen schon ein bisschen abgeranzt sind. Ne? Einige haben dann ja auch diese typische Patina-Bildung gehabt, ne? Wo dann auch so ein bisschen dieser Messing durchkam. Ne? Ja, du findest das natürlich stark bei den schwarz lackierten Modellen. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht Schwarzlack und die Preise von Schwarzlack. Okay. Ja, ich bin da wirklich, also ich bin da eher wirklich auf der Schiene, dass ich sage, ich möchte eine haben, die technisch einwandfrei ist, aber die darf gerne ein bisschen nach benutzt aussehen. Du, ich kann es dir absolut nicht verdenken. Es gibt aber bei mir irgendwann auch so den Punkt, wo ich sage, das ist dann nicht mehr benutzt, das ist dann auch abgelebt. Und auch da habe ich leider schon so die eine oder andere gesehen, wo einem wirklich das Herz blutet. Nun gut. Und das sind dann die ganz speziellen, die in Wetzlar im Archiv liegen, ne? Wo dann Einschusslöcher drin sind, ja, wo also dann die richtigen Geschichten hinterstecken. Ja, ne? Genau. Aber die sind dann wieder richtig teuer, ne? Wenn sie komplett zerschossen wurden. Ja, aber ganz ehrlich, das sind dann halt auch richtige Vitrinenstücke, weil ganz zerschossen, also zaubern können sie nun auch nicht in Wetzlar. Nee, aber also ich meine, das sind ja, also ich hatte einmal das Glück, dass ich ins Archiv schauen durfte in Wetzlar und da liegen ja wirklich Kameras, also da gibt es ja welche, da ist noch Blut drauf, ne, die wirklich im Krieg waren, also da sind Geschichten hinter. Das ist auf der einen Seite total faszinierend, auf der anderen Seite läuft dir da echt so ein Schauer den Rücken runter. Ja, ist, was glaube ich einfach in dem Kontext unglaublich spannend ist, ist der technische Hintergrund dieser Kameras. Du kennst das sicherlich auch. Es gibt ja auch diese ganz berühmte Schraubgewinde Leica. Ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, ob es ein Dreiermodell schon war. Als der Zeppelin Hindenburg abgestürzt ist und verbrannt ist, da war auch eine Leica mit an Bord. Von einem der Passagiere. Das Ding ist komplett verbrannt, nicht mehr nutzbar. Aber es ist eben kein Klumpen Metall, sondern es ist in Form geblieben, in Anführungszeichen. Also es ist nicht alles zersprungen, die Gläser sind nicht gerissen. Ich glaube, das ist einfach ein Zeichen dafür, mit welcher Liebe zum Detail und mit welcher Hingabe und auf welchem Qualitätslevel schon immer bei Leica gefertigt worden ist. Lass uns zurückkehren zur M4. Sie ist eigentlich die letzte in dem klassischen Form, auch wenn sie durch die Linienstreckung und durch ein, zwei neue Bedienelemente eine neue Zeit einleitete, wollte man 1975 tatsächlich die Produktion der M aufgeben. Man hatte bei Leitz seinerzeit den Ansatz, jeder möchte mit einer Spiegelreflex fotografieren. Wir setzen kaum noch Messsucherkameras ab. Sie sind relativ aufwendig in der Fertigung, also lassen wir das mal sein. Was wir ja nun beide wissen, nicht so gekommen ist. Zu dem Zeitpunkt hatte man nicht nur die M4, sondern auch noch eins meiner präferierten kleinen hässlichen Endline mit im Sortiment. 1972, ich springe ein bisschen zurück, es kann auch 71 gewesen sein, ich habe das Datum nicht komplett drauf, legt mich da bitte nicht drauf fest. Ich meine, es ist 71, 72 gewesen. Auf ein Jahr gucken wir jetzt nicht. Präsentierte man die Leica M5. Mhm. Sie brach mit der klassischen Gehäuseform, sie war länger, sie war ein bisschen kantiger. Sie war lauter im Auslösegeräusch, aber es war die erste M mit Innenmessung durchs Objektiv. Die Kamera polarisierte ganz, ganz stark. Ein Teil der Anwender fand sie fürchterlich und sagte, sie ist zu groß, sie ist zu schwer, sie ist keine M, sie ist zu laut und überhaupt.
was ich nicht nachvollziehen kann. Weil wenn man eine M5 neben eine M4 mit einem Leica-Meter, so wie wir sie hier stehen haben, für die Belichtungsmessung stellt, dann ist eine M5 gar nicht mehr so groß. Der andere Teil der Anwender, und das waren viele Berufsfotografen, sagten, ja, sie ist halt größer, sie ist schwerer, sie ist ein bisschen lauter, sie hat nur eine halbe Sekunde einstellbar statt einer Sekunde, so wie man das gewohnt ist. Aber die Belichtungsmessung durchs Objektiv, selbst mit einem vorgesetzten Filter, egal ob oder Polarisationsfilter, um eine Spiegelung irgendwo wegzunehmen oder irgendwas, um Schwarz-Weiß-Film zu beeinflussen, ist traumhaft gut. Und ja, da gehöre ich auch zu, die Messung ist selbst heute noch State of the Art. Das heißt, man brauchte von da ab wirklich nur durch die Kamera gucken. Also man konnte quasi ab da sowohl den Bildaufbau als auch die Belichtung alles quasi mehr oder weniger in einem Schritt machen, exakt, ans Auge. Und da waren auch schon, waren da schon diese Pfeile im Sucher eingeblendet oder funktionierte das noch anders? Das funktionierte noch anders. Das war ein ganz, ganz spannendes System. Man hatte unten im Sucher eine Skala mit Verschlusszeit und Blende. Hatte ein kleines Zeigerinstrument, ganz typisch 70er Jahre, was ausschlug und brachte dann durch Drehen entweder der Blende oder des Verschlusszeitenrads den ausschlagenden Zeiger mit einem kleinen, ich nenne es jetzt mal Fangelement, zur Deckung und konnte dann im Sucher sehen, welche Verschlusszeit, welche Blende habe ich irgendwie, stimmt das, haut das hin, haut das nicht hin. Man konnte sogar schon mit ein bisschen Erfahrung natürlich auch ganz einfach sagen, okay, ich belichte eine halbe Blende über oder eine halbe Blende unter, um zu steuern. Es ist eine spannende Kamera. Ich habe sie heute einfach nicht mit auf dem Tisch, weil sie sehr speziell ist. Aufgrund der Batterien, 70er Jahre, du hast das genauso wie ich im Hinterkopf, Quecksilberbatterien. Ich bin da nie der Freund, dass ich sage, man soll so eine Kamera umbauen lassen. Ich mache das ganz pragmatisch. Mhm. Es gab jahrelang von Avata eine 1,5 Volt Batterie. Ursprünglich waren es 1,35 als Silberoxid. Die habe ich reingesetzt, 12 Monate drin gelassen und dann ausgewechselt. Umrüstung da an den Belichtungsmesssystemen finde ich diffizil. Es gibt ein, zwei sehr gute Werkstätten, die ich dafür empfehlen würde. Ich persönlich würde es aber nicht machen lassen. In der Regel sind die Kameras zwar gut gewartet, aber die Bauteile sind auch schon irgendwie aus den 70ern und nie ausgewechselt worden. Von daher, ich glaube nicht, dass nur. Weil das dann ja auch da, ich sag mal, da sind wir auch an so einem Punkt, da ist es ja auch schön, wenn man einfach sagen kann, die ist im Originalzustand und sie funktioniert auch noch. Klar, dass natürlich irgendwann gewisse Dinge einfach nicht mehr verfügbar sind, wie Quecksilberbatterien. Aber wenn man sich da zu helfen weiß mit so einer Austauschbatterie. Ja, oder einer App für Smartphone. Ja. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, ziemlich gute, wenn ich das richtig... Also ich habe im Hinterkopf, es gibt drei relativ gute Belichtungsmesser-Apps. Und zur Not, ich finde es auch nach wie vor nicht schlimm und nicht übermäßig old-fashioned mit einem Handbelichtungsmesser durch die Lande zu gehen. Das schult sehr. Das hat sehr, was. Das vor hat allem, was. Ja. Wir haben im Hinterkopf, es gibt gerade eine Generation junger Fotografen, Mitte 20 und ein bisschen drüber, die analog für sich entdecken. Ich gutiere das sehr. Ich finde das sehr, sehr schön, dass es wirklich um den Look geht und nicht darum, wie viel Resolution haben wir, wie scharf sieht es anschließend aus. Den lege ich einfach wärmstens ans Herz. Handbelichtungsmesser, das schult wirklich den fotografischen Weg und macht sehr, sehr frei im Kopf. Ich finde ja auch, man kann Belichtung mit ein bisschen Übung sehr gut schätzen. Also was man tatsächlich mal machen kann, ist einfach rausgehen, sich auf die Straße stellen. Wir haben jetzt so ein bisschen Grau in Grau und dann einfach mal überlegen, was könnte das denn für eine Belichtung sein? Und ich habe festgestellt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird man auch merken, es gibt eigentlich so typische Belichtungskombinationen aus ISO-Blende und Belichtungszeit. So wahnsinnig viele sind das gar nicht. Und man kommt relativ schnell dahin, dass man, sag ich mal, so auf eine Blende genau das Licht schätzen kann, wenn das nicht was ganz Spezielles ist. Du kennst das noch genauso wie ich von früher. Kodak hatte, glaube ich, in den Filmpackungen, speziell zum Schwarz-Weiß-Material, immer so kleine Piktogramme eingeklebt, sonnig, genau. Sonnig am Strand, ja. Schattig und gab dann im Grunde genommen bei einer, es war glaube ich eine feste Verschlusszeit, die Blende an, um zu variieren. Das ist eine super schöne Hilfestellung. Also man kann wirklich sagen, ich gehe raus, nehme mir einmal die vorhandene Helligkeit, die da ist und weiß dann ganz genau, wenn mein Motiv nicht besonders hell oder dunkel ist oder sich das Licht grundlegend ändert, habe ich so eine Basiseinstellung für Verschlusszeitblende bei dem gewählten ISO-Wert und kann damit sehr
tiefenentspannt und befreit auch mal losgehen. Speziell, wenn man mit Schwarz-Weiß arbeitet, ist das ja eh alles kein Thema mehr. Und heute kann man es ja auch ganz einfach üben. Also nehmt euch einfach eine Digitalkamera, probiert das mal aus, dass ihr einfach sagt, Mensch, das könnte, was weiß ich, ISO 200, 125 Sekunde, Blende 5,6 einstellen, abdrücken und gucken, was bei rauskommt. Das gibt, und also ich finde, es macht Spaß. Man kann es spielerisch sehen. Total. Und ja, es gibt irgendwo auch so ein bisschen Sicherheit. Ja? Absolut. Und das ist, glaube ich, für jeden einfach ein schöner Weg, sich die Sicherheit und eine bestimmte Routine einfach reinzuholen. Wir schweifen ab. Wir werden schon wieder sehr lang. Also wir waren jetzt bei dem hässlichen Endline der M5. Wir waren bei dem, wenn ich das richtig raushöre, so ein kleiner Mini-Geheimtipp aufgrund des Belichtungsmessers, etwas speziell wegen der Batterie-Geschichte, aber durchaus etwas, was man nicht komplett verachten sollte. Definitiv nicht. Es ist vor allem eine der wenigen M-Leicas, die unter Sammlern nicht so einen extrem hohen Stellenwert hat. Also es wäre wirklich eine Geschichte, wenn man sagt, ich mag die Form, ich mag die Haptik, dann kann man sich das gerne mal anschauen. 75, ich habe gesagt, Leitz wollte eigentlich keine M's mehr bauen. Es gab einen riesengroßen Aufschrei weltweit, munkelt man. Ich kann es nicht beurteilen, ich war 75 noch nicht da. Da war ich 3 Jahre, also. Okay, wir nehmen das mal so hin. Also der Legende nach, es gab massiven Widerstand. Viel dieses Widerstands kam aus dem Bereich Berufsfotograf. Und Leitz hörte das und sagte, okay, wenn ihr das wollt, dann bauen wir halt weiter M's. Dann müssen wir uns aber A überlegen, was möchtet ihr Berufsfotografen drin haben? Und B müssen wir uns dann überlegen, wie kriegen wir es einigermaßen kostengünstig und wirtschaftlich über die Bahn. Man nahm sich also die M4 her, weil der Berufsfotograf sagte, ich brauche keinen eingebauten Belichtungsmesser, ich habe ein Handbelichtungsmesser oder genug Routine. Mhm. Von daher war unser kleiner Exkurs gar nicht so schlimm. Man sagte aber, ich hätte ganz gern einen Motorantrieb und zwar einen, der sich direkt an jede Kamera ansetzen lässt. Kleiner Exkurs, das ging vorher noch nicht. Mhm. Viel mehr sage ich da jetzt nicht zu. Es gibt so ein paar Sondermodelle, die mussten immer ausgerüstet werden, damit man sie mit einem Motor benutzen konnte. Also kam das auch mit rein. Man musste die Kamera ein bisschen umkonstruieren und man war sich einig, es soll das klassische M-Gehäuse werden. Und tada, 1976/77 kam eine neue M. Sie hieß M4-2. Sie war letzten Endes ein Derivat der M4. Sie hatte keinen Selbstauslöser mehr. Etwas, was bis zur M4, M5 Standard in den M's war. Der fiel raus. Man brauchte den Platz tatsächlich für ein bisschen Elektronik. Es war die erste M, an die man direkt einen Motoranschluss oder beziehungsweise einen Winder ansetzen konnte. Im Grunde genommen wirklich nichts anderes als eine M4 modifiziert für meine Anschluss. Ja. Genau. Kostengünstiger dadurch, dass man die Fertigung nach Kanada verlegte. Das Werk in Midland hatte man seit Mitte der 50er. Dort wurden auch schon immer mal Kameras gemacht aus vormontierten Teilen. Also man machte dann Endmontage, man fertigte und rechnete Objektive. Der Streit Kanada-Wetzlar, den greifen wir heute nicht auf. Der ist sowohl bei Objektiven als auch bei Kameras da. Ich finde beides nicht schlimm. Die M4-2, also von daher tatsächlich so eine Kamera, die einen ganz, ganz wichtigen Punkt im System einnimmt, weil sie letzten Endes die Fortführung des M-Systems war. Also quasi ein, naja, Neustart wäre übertrieben, weil wirklich richtig aufgehört haben sie nicht. Sie hatten es... Ja, sie hatten so knapp 1 bis 2 Jahre dazwischen, bisschen die man pausiert. Dann brauchte, ein bisschen pausiert. Ja, und dann aber wieder gesagt, wir machen weiter. Ja, und das ist auch gut so. Ja. Sie war, glaube ich, bis dahin die M, die am stärksten in Serienausführung an den Erfordernissen des Berufsfotografen, des Reportagefotografen orientiert war. Aber nach wie vor 4 Sucherrahmen. Und wir wissen, dass sich das ja irgendwann mal geändert hat. Für mich kommt ein kleiner Meilenstein und dann gleich ein ganz großer Meilenstein bei den nächsten beiden Modellen. Okay, erzähl. Die M4-2 entwickelte sich weiter in die sogenannte M4P oder in die M4P. Mhm. P für Professional oder Perfekt, wie auch immer man es herleiten will. Was sie bis heute ja beibehalten haben. Was sie bis heute die beibehalten P-Modelle. Haben. Es war tatsächlich die erste M4, die
6 Sucherrahmen hatte, die tatsächlich die Pärchen brachte, so wie wir sie heute auch aus den digitalen kennen. Sie hatte kombiniert 35, 135, 50 und 75. Das 75 mm Objektiv erschien erstmalig zur M4P und sie hatte 28 und 90. 28 war auch das erste Mal tatsächlich im Sucher oder im Messsucher sichtbar. Für uns Brillenträger nach wie vor eine Krux irgendwie. Selbst nur mit Ausprägung. Ein bisschen um die Ecke und... Ja, ist schön, ne? Sorgt dafür, dass Nacken und Schultern nicht übermäßig verspannt sind vom Arbeitsalltag her, aber komfortabel ist was anderes. Die M4P ist, glaube ich, die bis dahin perfekteste tatsächlich, deswegen übersetze ich das P manchmal auch mit Perfektion, die perfekteste M, die man bekommen kann, die keine Belichtungsmessung drin hat. Sie ist in der Basis, wenn man sich das eigentlich überlegt, eine M6 ohne Belichtungsmesser. Okay. Und es ist super, super, super spannend, weil ich kenne viele Berufsfotografen, die, als sie analog gearbeitet haben, beide Kameras parallel benutzt haben. Das System ist komplett austauschbar, kompatibel. Alle Zubehörteile der M4P mit Ausnahme des Belichtungsmessers lassen sich mehr oder weniger 1:1 mit einer M6 ansetzen. Alles, was zur M6 verwendbar war, ist abwärtskompatibel auf die M4P. Kompatibilität, ich reiße es ganz kurz an. Wir könnten hergehen und könnten ein Objektiv von 1954 nehmen und aktuell an die aktuellste digitale M10R dran setzen. Und das haben wir ja auch schon oft genug gemacht. Also da, falls ihr es nicht kennt, wir haben ja schon ein paar Objektiv-Talks gemacht. Da müsst ihr einfach mal gucken, beziehungsweise wir können das auch noch mal hier verlinken. Und da haben wir ja auch an der einen oder anderen Stelle mal ein paar ältere Schätzchen dabei gehabt, die durchaus gute Ergebnisse geliefert haben. Ne? Also vielleicht jetzt an der R mit der extrem hohen Auflösung nicht mehr diese Detailzeichnung natürlich, aber auch nicht so, dass das irgendwie Matsche ist, ne, was da rauskommt. Na, wir haben ja nun auch schon ganz oft drüber gesprochen, was will ich haben? Will ich ein bisschen Charakter oder will ich wirklich das letzte Quäntchen Auflösung? Ja, wobei ich ja finde, man muss schon unterscheiden zwischen Auflösung und Schärfe. Auflösung ist natürlich so, dass gerade die Mikrokontraste dann sehr gut herauskommen, sehr kleine Details. Da schwächeln die alten Optiken natürlich, aber das heißt ja nicht, dass das Objektiv unscharf ist, wenn ich mir das Bild als Ganzes angucke. Und das finde ich immer wichtig, dass so der erste Eindruck vom Bild, nicht wenn ich reinzoome, nicht wenn ich da Pixel-Peeping mache, sondern das einfach angucke. Und wenn ich da sage, ja okay, das ist hinreichend scharf. Und das leisten die alten Objektive großteils immer noch. Ich sehe die Schärfe ja immer in Verbindung mit der Auflösung. Aber das führt zu weit. Ja, da sind wir wieder. Lassen wir das Thema heute. Wir schweifen wieder ab. Wir schweifen schon wieder ab. Wir haben aber relativ elegant sogar schon die Brücke zur M6 geschlagen. Und jetzt kommt Fun Fact. Die M6 kam 1984. Wir beide können jetzt runterrechnen. Das ist exakt 30 Jahre nach Einführung der M3. Ganz, ganz spannend. Über die M6 müssen wir, glaube ich, keine großen Worte verlieren. Sie ist für mich ein Meilenstein. Sie ist ein Klassiker im M-System. Sie explodiert gerade in den letzten, würde ich sagen, preislich letzten 12 Monaten plus. Sie geht durch die Decke. Ich habe so eine Entwicklung bei Leica selten erlebt. Mal schauen, wie es weitergeht. Es ist eine fantastische Kamera. Ja, die M6, also für mich ist die M6, das ist die schönste analoge. Natürlich ist es halt auch so, dass sie für mich am fotografiertauglichsten ist durch den Belichtungsmesser, den sie hat. Also das ist halt auch eine Kamera, die man wirklich, wenn man sagt, man möchte immer noch sehr viel analog fotografieren, die kann man halt noch richtig gut nutzen. Ne? Das ist nicht so, dass man wie zum Beispiel bei der M5 so ein bisschen, man muss nicht mit dem Belichtungsmesser rumeiern und so weiter. Also die ist analog immer noch alltagstauglich. Ist sie voll auf, wobei ich... Du kennst das, ich spreche es gerne nochmal an, auch ein Herz für die M4P habe, weil auf dem Belichtungsmesser kann ich tatsächlich verzichten. Ja, ich glaube, das ist dann wieder so eine Grundsatzdiskussion. Ich wäre da schon so, dass ich den Belichtungsmesser gerne hätte.
Auch Apps hin und her, Schätzen hin und her. Es ist schon schön, wenn man ihn einfach in der Kamera hat, weil man dann nicht, man muss nicht so wahnsinnig viel nachdenken. Ne? Es ist komfortabel, ich gestehe es ja ein. Ja. Es ist eine Kamera, die sehr, sehr lange im System war, 84 eingeführt, 2002 dann tatsächlich ausgelaufen in der Fertigung. Fast 20 Jahre. Es gibt relativ wenig Varianten in der Zeit. Sie wurde irgendwann mal mit einer Blitzmessung durchs Objektiv noch ausgerüstet. Etwas, worüber man sich streitet, ob man das als M-Fotograf wirklich haben muss oder nicht haben muss. Es gab es. Man hat es später dann wieder fallen gelassen. Sie ist für mich genauso eine Legende wie eine M3. Ja. Es ist für mich einer der Meilensteine im System. Weil und ich glaube, das sind auch die Kameras, über die wirklich am meisten geredet wird oder wo am meisten auch geguckt wird, wo auch bei Sammlern, die haben den höchsten Stellenwert, M3, M6. Das sind... Das sind, glaube ich, wirklich zwei Eckpunkte, die in der analogen Entwicklung bei Leica absolut gesetzt sind. Ja. Es gibt eine Geschichte, die noch nach der M6 kam, das ist die M7. Sie ist um 2000 rum eingeführt worden, also auch 2 Jahre parallel mit den M6-Modellen produziert worden. Es war die erste M, auch wieder ganz klassisches Gehäuse, Sucherrahmen identisch geblieben, also auch wieder 6 Riemchen in paarweise 3 Pärchen. Es war die erste, die eine Zeitautomatik hatte, also auch sehr, sehr spannend. Blende vorwählen, Kamera hat die Zeit von alleine eingestellt. Und das mit einer unglaublichen Präzision. Ich würde sogar ganz keck behaupten wollen, es ist nicht nur die analoge M-Kamera mit der höchsten Belichtungspräzision, sondern auch noch die leiseste von allen, weil der Verschluss eine relativ spannende technische Detaillösung hatte. Er war so ein bisschen elektromagnetisch angesteuert. Deswegen ist er unglaublich geräuschreduziert. Das kann man vielleicht damit vergleichen, wenn man später bei den Digitalen das normale Auslösegeräusch einer Digitalen kennt und dann sich beispielsweise mal eine digitale 10P oder eine 10R anhört. Bist du bei mir auch falsch? Ich mag es, wenn eine Kamera Geräusch macht. Da sehe ich dieses Klick, das ist einfach, das gehört dazu. Und die M7? Wird die nicht bis heute gebaut? Das ist noch nicht lange her, dass die... Es ist nicht lange her. 2, 3 Jahre oder wann wurde die? Gefühlt 2. Ja. Es gab auch tatsächlich gar keine großartige offizielle Ankündigung. Sie ist wirklich ausgelaufen, wobei ich es nachvollziehen kann, dass man bei Leica dann auch irgendwann gesagt hat, machen wir nicht mehr, halten wir uns nicht mehr die Kapazitäten für offen. Hm. Wenn 9 von 10 Bestellungen, die du als Hersteller bekommst, für ein digitales Modell sind, dann ist es ein sehr, sehr, sehr großer Luxus, sich daneben noch... Ich glaube, mit 9 von 10 bist du schon sehr optimistisch. Ja, aber war natürlich, die M7 war natürlich dann technisch die ausgereifteste analoge Leica, die man bis zum Schluss bekommen konnte, ne? Also Leica M. Ich würde sagen, sie war die... technologisch am fortschrittlichsten ausgeführte Leica M-Modell. Die ausgereifteste würde ich nicht unbedingt sagen, denn wir wissen ja beide... Es gab keine Evolutionsstufen dann von der M7 mehr. Es gab keine Evolutionsstufen, aber wir wissen beide, Leica leistet sich ja manchmal einen Luxus, der sehr untypisch ist in der heutigen Zeit. Es gibt natürlich noch nicht nur ein, sondern sogar 2 analoge M-Modelle. Aktuell auch nach wie vor noch in Produktion. Die Leica MP, die für mich letzten Endes eine werksgetunte M6 ist. Ja. Ich erinnere es noch wie gestern, sie ist ja nun auch schon... Das habe ich durcheinander gebracht und da war ich mir nämlich nicht sicher. Ich meinte die MP und ich dachte immer, die MP wäre eine P-Variante der M7. Nee, sie ist tatsächlich eine Weiterentwicklung, ein Werkstuning der M6 TTL, kann man eigentlich sagen. Sie ist vollmechanisch. Das ist die, die noch im Programm ist. Das ist die, die aktuell noch in der Fertigung ist. Zumindest habe ich noch nichts anderes gehört. Wir haben auch noch Bestellungen bei Leica laufen. Sie hat unendlich lange Wartefristen. Das ist nichts, wo man in den Laden geht und sagt, ich möchte so eine MP.
Also sagen wir mal so, silbern verchromt wäre gerade da. Also eine silberverchromte wäre gerade da. Ich glaube, das dürfen wir gerne mal fallen lassen. Also wenn, wenn da wirklich jemand Interesse hat, so hin und wieder, ja, gibt es ja den einen oder anderen. Und ich glaube, da sind wir uns nicht zu schade für, dann auch mal darauf hinzuweisen, dass man sowas auch kaufen kann. Fein. Ja, ja, sie ist für mich tatsächlich M in Reinkultur. Das ist, als Leica die Kamera entwickelt hat, hat man 50 Baugruppen, nicht Bauteile, sondern tatsächlich Baugruppen mehr oder weniger unter der großen Lupe oder in dem Mikroskop betrachtet, mal lax ausgedrückt, hat gesagt, wo können wir optimieren? Und es ging tatsächlich in Materialauswahl, ja. Formgebung und. Sie ist, glaube ich, unter den M-Modellen diejenige, die auch haptisch, wenn man sie mal in der Hand hat, wenn man sie auslöst, transportiert und spannt, das schönste Feedback gibt. Also sie ist in allem der Kombinationspunkt für mich der M-Baureihe. Okay. Analog. Es ist, glaube ich, schwer, was Schöneres zu finden. Du wächst gerade Begehrlichkeiten, aber das sprechen wir nach dem Video drüber. Machen wir. Ja, und dann war irgendwann das analoge Zeitalter. Naja, wir können eigentlich nicht sagen, dass es zu Ende war, aber wenn es die noch gibt, dann ist es ja nicht zu Ende. Aber das Entwicklungszeitalter war dann irgendwann ja mal zu Ende, ne? Ja, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die MP so gut und so ausentwickelt war, dass man seinerzeit in Solms, jetzt mittlerweile wieder in Wetzlar durch den Umzug bei Leica, einfach gesagt hat, okay, mehr geht einfach nicht. Mehr ist da nicht zu wollen. Fotografie änderte sich. Leica musste schon immer mit dem Vorwurf kämpfen, dass man digital jetzt nicht unbedingt zu den Vorreitern oder zu den Schnellsten gehörte. Böse Zungen sprechen gerne von verschlafen. Ich greife das hier heute nicht auf. Ich sage nur, es ist nicht richtig. Man hatte viel in Solms in den Schubladen und viel gemacht, was durchaus spannend war. Wir springen ins Jahr 2006. Wir kommen zu einer Kamera, die auch wieder stark polarisiert hat. Ich reiße sie kurz an, die M8 und kurz danach die M8 II. Mhm. Die ersten beiden M-Gehäuse, digital. Die digital waren. Aber Sensor noch? Genau, zu klein. Lass uns einfach zu klein sagen. Der Sensor. Es war nicht Kleinbildformat, es war nicht das klassische 24-36, ja, sondern es war das, was wir als APS-C kennen. Also quasi, wenn wir digital sprechen, mit einem Crop-Faktor belegt. Ne? Genau, 1,34, 1,35, so grob über den Daumen. Es war so ein komisches, ne? Weil ich sag mal so, die in der Nikon-Canon-Welt, da ist ja meistens 1,5, 1,6, Fuji auch, ne? Und die 1,3 irgendwas, das hatte sonst auch keiner, oder? Das hatte sonst keiner. Bei Leica war man der Ansicht, das ist das, was wir in das Gehäuse reinkriegen. Und dazu muss man sagen, das Gehäusedesign änderte sich radikal. Wir haben ein späteres Modell dort stehen. Falls du es einmal kurz schräg in die Kamera drehst, sieht man, wie dick das Schätzchen eigentlich ist. Oder lass ja, uns wenn ich mal die M10 ist ja wieder dann zurückgegangen später. Wir machen da auch nochmal Detailaufnahmen von. Aber das sind halt einfach ein paar Millimeter mehr. Es ist auf dem Papier, ist es gar nicht so viel, aber wenn man es in die Hand nimmt, merkt man es sofort. Ne? Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe ja auch ganz lange mit der M240 gearbeitet. Irgendwann mochte ich es auch. Ne? Aber klar, in dem Moment gibt es natürlich erstmal einen Aufschrei. Oh Gott, oh Gott. Ja, und ich glaube, es ist für jemanden, der nur diese etwas, sagen wir mal, dicklicheren Modelle kennt, nicht schlimm, weil sie liegen gut in der Hand. Und du kennst mich gut genug, ich mäkel auf der vierten und fünften und sechsten Nachkommastelle, wenn ich dann sage, eine M8 und eine M8 II waren mir ein bisschen zu dick, dann liegt das halt daran, dass ich tatsächlich klassische M-Abmessungen, so analog M6, M7, alles was davor war, durchaus schätze. Leica hat es ja letzten Endes dann auch irgendwann wieder umgesetzt. Ja. Es waren
unglaublich spannende Kameras, die M8 und die M8 II, trotz des APS-C-Formats, bei dem man sagte, das ist das, was wir im Gehäuse unterbringen können, das ist das, was unsere Objektive bespielen können, lass uns mal bespielen sagen. Sie waren großartig. Wären die zwei nicht gekommen, würde ich mal in Frage stellen, ob wir uns heute über M-System digital unterhalten würden. Sie hatten CCD-Sensor? Etwas. Das war ja auch dann irgendwann so diese Umbruchzeit. Ne? Ich meine, das wissen ja auch viele. Leica ging es nicht immer prächtig. Ne? Mhm. Ich weiß da jetzt auch nicht mehr genau die geschichtliche Einordnung, aber das war so ungefähr diese Zeit, ne? Ja, um die sich das drehte. Ne? Das war die Zeit. Man hatte halt lange nichts in dem Bereich gebracht. Man war gerade, wenn ich es richtig zusammenbekomme, im R-System so, dass man sagte, unser Digitalmodul läuft aus. Das war ja das digitale Rückteil für die R8, R9. Mhm. M gab es nicht. Man hatte die Entwicklung erst digital im Reflexbereich gemacht und stellte dann fest, okay, wir kommen da nicht weiter. Wir müssen jetzt unbedingt auch was für M machen. Wir können da nicht unsere Nutzer und Anwender verlieren. Zu dem Zeitpunkt hatten wir tatsächlich viele Pressefotografen, die uns besucht haben, die mit Nikon oder Canon unterwegs waren, aber alle noch eine M6 und 2 Optiken im Schrank hatten. Mhm. Da lag meistens irgendwo noch ein 50er und ein 35er und die 6er im Schrank, weil man die ja liebte und weil man mit der, als es analog noch ging, ja fotografiert hat. Und die kamen natürlich und waren hellauf begeistert, jetzt Dateien aus einer M zu bekommen, statt einer Rolle Film. War denn der Hauptkritikpunkt an der M8 die Sensorgröße oder gab es da noch andere Dinge, die noch ein bisschen zwickten und zwackten? Du sprichst es an, du weißt es sicherlich. Der Sensor kam und hatte einen etwas charmant umschrieben erweiterten Infrarotbereich. Es war bekannt. Eine spezielle Wiedergabe. Ja, eine spezielle Wiedergabe, aber eigentlich auch nur bei Kunstlicht und schwarzer Kunstfaser. Die färbte sich dann herrlich purpurfarben ein. Also besser, als man das in der Post-Production hinbekommen hätte. Ja, Leica erkannte das Problem. Man munkelt, man wusste auch schon darum, als man die Kamera brachte. Ich denke ja sehr pragmatisch. Hätte Leica die M8 nicht genau so gebracht, wie sie gekommen wäre, gäbe es das Haus heute nicht mehr. Das ist meine allertiefste Überzeugung, weil die M8 hat Leica wirklich wirtschaftlich gerettet. Es ist von daher eine extrem wichtige Kamera und ein Meilenstein. Erste digitale M. Erste digitale M. Ne? Und vor allem alles weiter nutzbar. Ne? Also die ganzen Optiken, das Bajonett, alles weiterhin nutzbar. Ja. Ne? Das ist ja auch das Wichtige. Also was ja bis heute das Faszinierende ist, also egal, haben wir eben darüber gesprochen, egal wie alt die Optiken, Vorschrauben Spaß haben. Stimmt. Und CCD-Sensor zu dem Zeitpunkt, Sensormaterial der Wahl bei Leica, weil man sagte, ja, er ist in der Farbcharakteristik, die diese Sensoren haben, kennt man ja auch von vielen Mittelformatsystemen, tatsächlich so, dass er mit den Leica-Objektiven unglaublich gut harmoniert. Und dann kam ja irgendwann, also wir hatten es eben, nicht, dass wir uns da vertun, das ist keine M8, das war nur von der Gehäusedicke. Es ist keine M8, das, was du da hast, ist eigentlich die erste richtige digitale M. Es wäre die M9. Und wieder circa 30 Jahre. Ja? 25. Okay. Die letzten fünf konnte und wollte man nicht mehr warten. Sie musste halt nach 25 Jahren kommen. Aber sehr, sehr spannend. Wir haben 1954 die M3, 1984 die M6 und 2009 die Leica M9. Sie hat jetzt keine neuen Sucherrahmen. Es ist einfach, weil man dann irgendwann durchgezählt hat, ne? 7, 8, 9, es ist die 9. Irgendwann ging es nicht mehr mit den Rahmen. Ne? Ja, es ist die erste digitale M, vollformatig. Für mich ein Meilenstein, für mich wirklich ein absoluter Meilenstein. Vollformat und bis heute natürlich gerade sehr beliebt. Es gibt dann doch einige Freunde, die diesen Look von dem CCD-Sensor doch mögen. Ist halt auch eigenwillig, was Eigenes, aber da haben halt auch immer viele gesagt, genau das möchte ich.
Sie sieht halt gerade mit Vintage-Objektiven aus den 50er, 60er Jahren unglaublich cremig und fein nuanciert aus. Das hat was schon fast Aquarellartiges in der Malerei. Unglaublich schön. Sie ist eine sehr, sehr spannende Kamera, weil ich nenne es mal Derivate, ich hatte das heute schon mal, aus ihr entwickelt worden sind. Die erste Monochrom ist eine Ableitung aus der M9. Und die erste Monochrom ist für mich auch ein Klassiker. CCD-Sensor, rein schwarz-weiß, ein Bildlook, den ich zum Hinknien finde. Er ist wirklich unglaublich tief, ein bisschen rough, nicht vergleichbar mit einer aktuellen Ausprägung der Monochrom. Die sind da sicherlich ein bisschen, nennen wir es mal, gutmütiger. Die M9 ist wirklich sehr, sehr spannend. Aus ihr irgendwann dann auch noch abgeleitet die Leica ME als Economy- oder Einsteigermodell. Bisschen vereinfacht, kein Bildfeldwählhebel. Zwei, drei Geschichten fehlten noch, beispielsweise ein USB-Anschluss für das Runterladen der Bilder. Gut, ob man den dann wirklich brauchte, egal. Die M9 ist ein Klassiker. Ja. Und sie stellt, glaube ich, aber auch letzten Endes den Schlusspunkt der ersten digitalen Entwicklung bei Leica dar, nach meinem Dafürhalten. Wir sprechen über Kameras, die aufgrund der CCD-Sensoren ganz klassisch wie eine Messsucherkamera benutzt werden. Das heißt, ich fotografiere über den Sucher. Das änderte sich dann ja knapp 4 Jahre später mit der Leica M. Wir haben keine Modellbezeichnung, sondern nur noch interne Typenbezeichnung. Da kam man auf die Idee, das mit irgendwelchen Typbezeichnungen zu machen. Typ 240. Typ 240. Sehr, sehr tricky. Du kannst dir vorstellen, wie es bei uns ist, wenn mal ein Kunde anruft und sagt, ich interessiere mich für eine aktuelle M10, ich habe da noch eine gebrauchte M, und wir dann erstmal fragen müssen, ja, welche denn? Ja, eine M. Okay. Typ 240, wenn ja, welcher Typ 240? Gut. Ja, was da das Marketing geritten hat, weiß ich auch nicht, die Bezeichnung. Ich glaube, der Ansatz dahinter war, dass man einfach gesagt hat, eine M ist eine M. Na, dass man einfach diese Bezeichnung Leica M wollte man, glaube ich, haben und dann quasi nur noch mit einer Art Nachkommastelle die Entwicklung, aber es hatte sich ja schon so eingebrannt, M6, M7, M8, M9, das ist ja so, aus der Nummer kam man eigentlich nicht mehr raus. Ganz spannend, ich habe so ganz tief im Hinterkopf vergraben die Erinnerung, dass irgendwer sagte, wir nennen sie nur M, weil sie ist ein Meilenstein. Nun gut, okay. Lassen wir das mal im Raum gestellt sein, wir wollen nicht mutmaßen. Sie ist durchaus spannend. Sie hat das Gehäusedesign der 8er und 9er übernommen. Also das heißt, sie ist nach wie vor ein bisschen dicker als eine klassische M. Sie war die erste M, die mit dem CCD-Sensor brach. Sie ist die erste, die ein CMOS drin hat. Mit allen Optionen, die es da gibt. Sprich Live-View-Möglichkeit, Video-Optionen etc. etc. Bei fast allen Weiterentwicklung, wie auch bei dieser Typ 240, ging Leica an die Stromversorgung. Sie bekam einen sehr, sehr, sehr stabilen Akku nach meinem Dafürhalten. Also der Akku war Legende. Also von der M240, das war ja die erste, die ich auch mir als Digitale wirklich gekauft habe. Und der Akku, vergleichbar mit alten Nokia-Handys. Ne? Da hast du einmal montags hast du einen Akku eingelegt und bist eine Woche lang fotografieren gegangen. Ja, und das hat ja natürlich unter Berufsfotografen, glaube ich, einfach auch ein gewisses Standing gesichert. Das war sensationell. Also, weil natürlich Akku war ja immer ein Thema im Digitalzeitalter. Ne? Ich finde, es ist auch nach wie vor immer noch ein Thema. Es ist, wie oft bekommen wir die Frage, Mensch, wie lang ist denn die Akkulaufzeit? Ich finde es so unglaublich schwer zu beziffern. Das ist, ich persönlich finde das Thema nicht ganz so dramatisch, weil ich sage mir, gut, dann kaufe ich mir einen zweiten Akku, den kann ich in die Hosentasche stecken. Aber wie gesagt, wenn man dann sowas wie die M240 mal hatte und also ein zweiter Akku war eine absolute Fehlinvestition da. Völlig überflüssiges Zubehör. Ja, aber war halt schon eine Kamera,
die dann auch wirklich so langsam zu den moderneren Digitalkameras aufschloss. Ne? Ich habe mit der ja dann sehr lange fotografiert, sehr viel, auch alles damit gemacht. Und das war einfach, also da musste man sich nicht mehr verstecken. Natürlich hatte man Leica typisch, die nicht so vollgepropft mit allen möglichen Ausstattungsmerkmalen, die andere Digitalkameras hatten, aber sie war halt absolut konkurrenzfähig, ne? Und hatte nach wie vor so ein bisschen was Leica-Eigenes. Obwohl sie den Sensor gewechselt haben, war das nicht alles so glatt gebügelt und so clean, fand ich. Ich glaube, für mich der bemerkenswerteste Schritt bei der 240er ist tatsächlich der Wechsel auf den CMOS-Sensor als Typ, aber trotzdem noch die Farbcharakteristik weitestgehend beizubehalten. Also sie sieht eine Nuance anders aus. Das ist auch der Grund, warum heute viele noch sich für eine M9 interessieren. Eine 240er mit den 24 Millionen Bildpunkten halte ich auf dem Gebrauchtmarkt selbst heute für eine aktuell wirklich sehr, sehr, sehr gut nutzbare Kamera. Absolut. Also das ist auch immer meine Empfehlung, wenn jemand sagt, er möchte in das M-System einsteigen, digital, M240. Sie wird komplett gewartet. Das ist ja bei der 9er nicht mehr der Fall. Die CCD-Sensoren für die M9 gibt es nicht mehr. Ist vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, ne? Vor ein paar Monaten irgendwann haben sie das abgekündigt. Ja, ich glaube so gefühlt 8 Wochen. Aber sieht man mal, wie lange sie das auch aufrecht erhalten haben, die ganze Wartung da, ne? 11 Jahre. Macht das noch irgendein anderer Hersteller? Ja. Ich glaube nicht. Ja, ja. Also. Nee, also M240, wie gesagt, war auch das Gerät. Du weißt es noch, wie ich sie damals gekauft habe. Das ist eine andere Geschichte. Aber damit wurde die Kamera für mich auch zu einem Alltagsgerät. Und für mich war das auch so der erste Punkt oder die erste Kamera, wo ich gesagt habe, ja, die nehme ich so richtig gern in die Hand. Das ist was Schönes, das ist was fürs Herz. Aber sie ist absolut in der Lage, dass ich damit einen Großteil meiner Jobs machen kann. Sie ist ein Werkzeug. Sie ist wirklich einfach ein unglaublich gutes, zuverlässiges Werkzeug. Sie hat, wenn ich zurückblicke, keine Kinderkrankheiten gehabt, nichts, was irgendwo zickt oder zieht. Sie ist wirklich in die Hand nehmen, einschalten, losgehen und mit einem guten Foto nach Hause kommen. Gab dann auch noch mal eine kleine Evolution. Wurde sie ein bisschen schneller, glaube ich. Speicher wurde, glaube ich, etwas vergrößert oder so. Ja. Ne? Man hat den internen Speicher ein bisschen vergrößert. Ja. Das war die M-P. Ich sage mal M-P. Das lässt sich ein bisschen feiner dann von den analogen abgrenzen. MP, ne? Ne? Ja. Ist dann immer die Frage, über was spricht man. Interner Speicher ein bisschen größer. Keine Leica-Logo auf der Front, der ein oder andere mag das ja, der ein oder andere mag das weniger. Es gab auch wieder eine Monochrom-Variante aus der 240 rausentwickelt, auch nach wie vor eine fantastische Kamera. Es sind noch sehr, sehr, sehr viele im Gebrauch davon. Also, Ja, ich habe mich letztendlich von meiner auch nur getrennt, weil irgendwann muss man auch mal wieder was zu Geld machen, um sich ein neues Modell zu kaufen. Zumindest ist es bei mir so. Hab da immer gerne mit fotografiert. Aber dann kam ja mein persönliches Highlight. Dein persönliches Highlight. Ich glaube, es ist nicht nur dein persönliches Highlight. Es ist, glaube ich, die Kamera, auf die ganz viele M-Fotografen, die schon analog fotografiert haben, lange gewartet hatten. Leica präsentierte die M10. Und hat es damit geschafft, wieder zum alten Gehäuse, zur alten Gehäusedicke zurückzukehren. Also das war quasi, das war die M6 dann wieder, ne? Da hat man dann auch hier das ISO-Rädchen, das hatte die M240 war noch über eine Taste. Hier hat man das Design mit dem ISO-Rädchen aufgegriffen. Und das war einfach, wo ich sofort gesagt habe, shut up and take my money. Es ging vielen so. Es war, jeder sagte, ja, sie liegt einfach durch diesen, 2,5 Millimeter sind es, glaube ich. Es ist nicht viel, es ist wirklich nicht viel. 2,5 Millimeter schlanker, man spürt es. Besser in der Hand. Gut, es ist mit einem kleinen Trick gemacht. Man hat das Bajonett nach vorne ausgerückt.
man kann die Grenzen der Physik auch nicht sprengen. Was schwierig ist und was der ein oder andere Anwender von Vintage-Linsen im Hinterkopf haben muss, 35 mm M3-Objektive mit einem Suchervorsatz und auch ein 50 mm Nasomikron, die durchaus anwendbar auf einer M10 sind, stehen ein bisschen weiter ab vom Gehäuse, von der Gehäusefront. Mhm. Ich habe also einen etwas größeren Spalt. Das ist in erster Linie nicht dramatisch, kann aber, wenn ich ein Streulicht habe, ein bisschen diffizil werden. Das ist der einzige Punkt, weswegen ich es ganz gerne mal anspreche. Wir wissen beide, es gibt im Moment den Trend, gerne mit Vintage-Linsen zu arbeiten. Freue ich mich ja auch sehr drüber. Aber bei der Großteil absolut anwendbar, ne? Ja. Also kaum nennenswerte Einschränkungen. Ja, und die M10 dann natürlich, ja, auch technisch natürlich aufgebaut. Was ich ganz interessant fand, Leica hat ja dann auch marketingtechnisch, also erstmal haben sie ja die Bezeichnung wieder zurück eingeführt. Also es gab dann die M10. Ich weiß auch nicht, ob, ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber eigentlich ist es ganz gut, dass sie die 10 genommen haben und nicht ausgelassen. Sie hätten natürlich auch sagen können, wir machen jetzt eine M11. Gut, anderes Thema. Und was sie aber dann auch gemacht haben, sie haben den Videomodus wieder rausgeschmissen. Ja, und haben dann ja marketingtechnisch gesagt, das ist das Wesentliche. Das war ja immer so der große Slogan bei der M10, das Wesentliche. Und ich persönlich muss sagen, dass sie damit, also dass das eine gute Entscheidung war. Ich fand das gut, weil ich fand immer, dass eine M das Video dazu nicht passt. Also jemand, der auch Video macht, der benutzt andere Kameras, weil es da einfach völlig andere Anforderungen gibt. Und da muss man einfach ehrlich sein, der Videomodus in der M Typ 240 war eigentlich, also es war eigentlich auch eher so ein Marketing-Gag. Naja, ich würde es jetzt nicht als Marketing-Gag beschreiben wollen. Der war schon ernst gemeint. Der ist auch von dem ein oder anderen benutzt worden, aber halt wie gesagt nur von dem ein oder anderen. Wir beide sind uns einig. Und es passte von der Zielgruppe nicht. Das ist, ich sag mal, wenn Leica auch früher vielleicht Super 8 Kameras gebaut hätte und das dann irgendwie ins Videozeitalter übergeführt hätte, dann wäre das was anderes gewesen. Aber Leica kam nicht aus der Videowelt. Der klassische M-Anwender hat einfach keine Verwendung für Video gehabt. Und wenn, dann hat er dafür andere Kameras eingesetzt. Das ist richtig. Ich breche die kleine Lanze doch noch für die Herren in Wetzlar und auch die Damen in Wetzlar. Leica ist natürlich bei den M-Modellen immer bemüht, auch dem Berufsfotograf oder am Wunsch des Berufsfotografs zu arbeiten. Da gab es ja zu dem Zeitpunkt, als man eine Typ 240 brachte, durchaus den Wunsch oder die Anforderung, eine jede Kamera, die kommt, muss einen Videomodus drin haben. Das ging nicht anders. Stell dir mal vor, Leica hätte die 240 ohne gebracht. Gut, wäre vielleicht auch wieder, vielleicht musste man das auch machen, um zu erkennen, dass er wieder raus kann. Na, das nach dem Motto, manche Fehler muss man selber machen. Finde ich auch gut so. Na, vielleicht gehört es dazu. Ja. Also insofern. Ich glaube, es gehörte bei ihr einfach rein. Ja. Das Gute war, er störte ja auch nicht. Gut, man hatte einen zusätzlichen Knopf für Video, aber es war ja jetzt auch nicht so, dass er in irgendeiner Form die Kamera aufgebläht hat. Nein, man hatte ein bisschen extra Menüpunkte und so, aber nee, aber nach wie vor für mich M10. Und da war dann auch wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, was soll denn jetzt eigentlich noch kommen? Mhm. Also im M-Bereich. Ne? Es gab dann natürlich auch wieder eine M10P. Dann hat man Touchscreen, der leise Verschluss. Optik wurde wieder ein bisschen Understatement. Die hatte dann auch, glaube ich, kein Logo. Kein Logo. Ne? Also das ist mittlerweile ist P ja so ein bisschen mehr so die Understatement-Kamera. Die Hauptmodelle haben den roten Punkt, die Ps haben kein Branding. Ja, aber nach wie vor für mich eine Top-Kamera. Und was ich halt da auch nach wie vor bezeichnend finde, wir sind, glaube ich, bei der M10, gehen wir jetzt ins vierte Jahr.
Ja, sind gefühlt, im ja. vierten. Wir sind im vierten. Die wurde, glaube ich, im Januar 2017. Ist das richtig? Ich würde jetzt ja sagen wollen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also ich meine, wir kommen irgendwann bald jetzt ins vierte Jahr. Ne? Ja. Und es ist nach wie vor für mich eine Kamera, wo ich jetzt schon weiß, wenn irgendwann ein direkter Nachfolger kommt. Die M10R zähle ich jetzt mal nicht als Nachfolger, sondern das ist auch wieder ein Derivat. Aber wenn eine M11 kommt, glaube ich, dass die M10, die klassische M10 mit dem 24-Megapixel-Sensor, das wird ein extrem beliebtes Modell auf dem Gebrauchtmarkt. Ich tue mir ja persönlich mit der M10R ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob über 40 Millionen Bildpunkte unstabilisiert in diesem Prinzip oder in diesem System M-Kamera so unkompliziert in der Anwendung sind. Du hast es ausprobiert. Ja, also meine Meinung ist da auch relativ einfach. Ich sage einfach, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht in einer M. Für hohe Auflösungen gibt es andere Kameras. In der SL macht es Sinn, in der SL2, bedingt auch in der Q2. Das sind andere Typen von ja. Kameras. Ja gut, aber höchstwahrscheinlich wird eine M11 dann auch irgendwann diesen Sensor fortführen. Denn da ist halt die Frage, ob das Sinn macht, dann wieder zurückzugehen und zu sagen, nee, wir gehen jetzt doch wieder auf eine geringere Auflösung. Aber gut, da fangen wir an zu orakeln. Ne? Da orakeln wir. Und was ich in dem Kontext hohe Auflösung M-System extrem spannend finde, ist die Überlegung, wir haben eine Monochrom mit einer hohen Auflösung, die aber in der Basis mit 200 ISO vom Sensor herkommt. Und wir haben die M10R, vergleichbar hohe Auflösung mit 100 ISO. Beide Kameras sind in der Abstimmung und in der Charakteristik ein bisschen anders. Die Mono ist, finde ich, gutmütiger. Sie lässt sich ein bisschen charmanter freihändig einsetzen. Die M10R ist für mich tatsächlich eine Kamera, bei der ich sage, ja, man kann sehr gut mit ihr leben. Volles Leistungspotenzial kann ich aber wirklich nur abfordern, wenn ich mit einer schnellen Verschlusszeit arbeite oder vom Stativ aus. Na gut, wir werden sehen, was da kommt. Also für mich nach wie vor die M10 momentan das die digitale M, auch entwicklungsmäßig die für mich persönlich den größten Schub bedeutet hat. Ja, ich glaube, wir sind so langsam durch. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt auf der Uhr haben. Wir haben uns gut verquatscht, aber ich hoffe, dass ihr das nicht schlimm findet. Ich glaube ganz einfach, jemand, der sich dafür interessiert, der guckt so ein Video einfach dann auch in 2-3 Etappen, um da hinterzukommen. Und mich persönlich fasziniert das immer. Ich höre mir sowas immer gerne an, weil man bekommt dann halt doch so kleine Details. Und jeder, der sich, glaube ich, für alte und für analoge Kameras interessiert, der muss eine M im Schrank haben, ne? Das ist so. Ich finde, es gehört dazu. Eine M3, eine M6, gut, du hast jetzt noch ein paar Varianten aufgezählt. Nee, ja, Ralf, mir bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als Danke zu sagen. Mein Anteil war heute extrem gering. Wie gesagt, ich kann eigentlich erst ab M240 damit reden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht zu lang war oder dass es schön lang war, dass ihr es gut fandet, dass es lang war. Ja, und wir sind auf eure Kommentare, auf euer Feedback gespannt. Und dann schauen wir mal, was wir uns als nächstes einfallen lassen, oder? Machen wir. Ich danke dir für den Besuch. Es hat mal wieder viel, viel, viel Spaß gemacht. Wir haben uns total verquatscht, so wie wir das immer können und schaffen. Ist so. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Danke.